und herzlich willkommen zu Baufix 24 Wissensvideos. In diesen Videos geht es um folgende Themen. Es geht um praktische Tipps rund um den Immobilienkauf, den Kauf einer Eigentumswohnung, den Hausbau, den Hauskauf, die Wahl des richtigen Notars. Es geht um Zwangsversteigerungen, es geht um das liebe Finanzamt. Genau, in diesen Wissensvideos erhalten Sie also viele Praxistipps aus über 25 Jahren Baufinanzierungserfahrung. Ich bin seit über 21 Jahren selbstständig und habe mal viereinhalb Jahre für eine große deutsche Bank gearbeitet und kann Ihnen von daher jede Menge Praxistipps von hinter den Kulissen geben. Gut, lange geredet, jetzt geht's los. Mein Name ist Ralf Schütt und ich wünsche Ihnen jetzt bei diesen Videos viel Spaß. Das Ganze leicht erklärt, ohne Fachchinesisch und versprochen ohne juristischen Tiefgang. Das heißt, leicht und einfach verständlich. Dies ist ein Mitschnitt aus einem Seminar zu dem folgenden Thema. Sind es ein Pfeil auf dem Kern? Sind das schon auf dem Tiefpunkt? Da kann auch nichts mehr fallen, da kann nichts besser werden. Was ich das so bei normaler Technik verstanden habe. Sind jetzt die Zahlen, sind sie tief, die werden auch wieder höher. Da kann ich doch jetzt nur wirklich sagen, was jetzt ist, mache ich jetzt langfristig, weil die können ja nicht mehr sinken, oder? Ich bin von einigen Kunden wild beschimpft worden, weil ich diese Finanzkrise nicht vorhergesehen habe. Ja? So. Wir hatten vor der Finanzkrise gesagt, Mensch, Zinsniveau ist sehr günstig, sehr niedrig, lasst uns einfach die Anschlussfinanzierung vorzeitig verlängern. Das hatte zur Folge, ja, dass wir in der Finanzkrise teilweise Darlehen mit einer 3 vom Komma hatten. Und wir haben die anderen Anschlussfinanzierungen dann mit 4,5, 4,8 gehabt. Ja, also ich mache keine Prognosen mehr. Ja, einige Kunden meinen auch, ich wäre irgendwie ein Zinsprophet. Da habe ich gesagt, nee, bin ich nicht. Ich gucke, dass wir ein Konzept so hinkriegen, dass Sie Ihre Finanzierung sich die nächsten 30 Jahre leisten können. Ja, und dass Sie möglichst viel Flexibilität haben. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, das ist wie gesagt nur meine ganz persönliche Meinung, dass das Zinsniveau insgesamt deutlich niedriger ist, als das eben in den 70er, 80er, 90er Jahren war. Ja, da hatten wir durchaus, da war der durchschnittliche Zins für eine 10-jährige Zinsbindung lag zwischen 1970 und 2000 bei rund 7,3, 7,4%. Ja, wir haben jetzt irgendwo eine 4 vom Komma, also fast die Hälfte. Ja, ich persönlich glaube nicht, dass wir wieder ein Zinsniveau von 8% kriegen und ich glaube schon gar nicht, dass wir ein Zinsniveau von 10, 11 oder 12% kriegen. Wie wir das mal Anfang der 70er hatten, mal Anfang der 80er, ja, da gingen die Hypothekenzinsen auch bis zu 14% hoch. Ich würde irgendwie, ein vernünftiger Kompromiss ist auf jeden Fall eine 10-jährige Zinsbindung. Ja, es kann sogar manchmal schlau sein, hatten wir auch eine Phase, da waren 9-jährige Darlehenszinsen super günstig. Die waren 0,4 günstiger als eine 10-jährige Zinsbindung. Ja? Da hätten sie also 9 Jahre lang 0,4 mehr zahlen müssen, um ein Jahr mehr Sicherheit zu haben. So. Das erzählt ihnen aber kein Banker freiwillig. Da achtet auch keiner drauf. Die müssen verkaufen. Wir alle wissen das frühestens nach 10 oder 15 oder 20 Jahren, was besser gewesen wäre. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich über jeden Kommentar und jede Frage, jede Anregung, alles, was Sie mir gerne mitteilen möchten und was Sie speziell interessiert, schreiben Sie mir einfach einen kurzen Kommentar mit Ihrer Frage einfach hier unten und ich beantworte das entweder direkt oder mit einem zukünftigen Video. Ganz lieben Dank und alles, alles Gute, Ihr Ralf Schütt. Tschüss!